Hallo und herzlich willkommen. Es ist mal wieder soweit. Eine neue Rätselrunde. Und der alte Opa, der immer die Kreuzworträtselchen löst, macht das auch heute wieder. So, wo sind wir denn? Erstens mal muss ich, weil ich wieder nicht alleine rätsel, muss ich ja auch mal den Startschuss geben. Ich habe nur gerade nichts zum Schießen, deswegen, Start! So, dementsprechend muss ich mal wieder so ein bisschen hier das Ganze einfach mal eintragen, sobald mir was... Oh, das ist ein schönes Wort. Steifheit. Schwermetall. Nee. Aber das bestimmt auch nicht. Auch nicht. Gut, okay. Dann warten wir erstmal. Hauptstadt von Texas. Weiß ich noch nicht. Bummkopf. Dann ist das bestimmt das da? Ja, ist es. Okay, weiter. Tierisches Fett. Ist das? Okay, abendliche Veranstaltung. Wissen wir noch nicht gerade. Germanischer Wurfspieß ist... Ach, wie hieß das Ding? Echt? Ich hätte gemeint, das ist das Erste, was ich eingetippt habe. Ist ja merkwürdig. Na gut. Alles klar. Französische Landschaft, das ist so gemein. Das weiß ich doch wieder nicht. Und den Fruchtstand, den vergesse ich immer wieder. Backfisch. Also Backhering ist es nicht. Geometrische Figur, könnte das sein? Ist es auch? Okay. Oh, die französische Landschaft kenne ich mal ausnahmsweise. Das ist ja schön. Okay, dann ist es eben das. So, das ist die Qual der Wahl. Geröll ist natürlich easy. Easy peasy. Dauerbelastung hatten wir schon öfter mal. Auch jetzt wieder. Okay, arabischer Titel weiß ich noch nicht. Hauptstadt von Texas könnte auch noch alles Mögliche sein. Mix aus Bier und Limo natürlich. Wer kennt das nicht? So, die Abendveranstaltung war Soiree, genau, Steifheit weiß ich immer noch nicht, Niederschlag ist natürlich das da, Schwermetall, ist das, ah, tatsächlich, ja, ja, ach Gott, weiß ich noch nicht, aber digitaler Steckplatz ist natürlich das da. Steifheit ist diese hier. Und dann weiß ich jetzt auch die Hauptstadt von Texas. Jetzt haben wir uns den arabischen Titel geraten. Das ist auch schön. Das Naschwerk. Das haben wir jetzt auch. Und der Fruchtstand ist diesmal das. Die Fruchtstände sind, glaube ich, immer so ein bisschen andere Sachen. Backfisch weiß ich immer noch nicht. Aktentasche ist natürlich das da. Oh, es geht momentan ganz gut durch. Ich hoffe, meine Kontrahentin ist nicht so schnell. Das weiß ich aber noch nicht. Aber trotzdem, bisher läuft es für mich. Dürftig ist natürlich das da. Deutsche Kaiserstadt ist diesesjenige. Das habe ich nur an den ersten beiden Buchstaben erkannt. Ansonsten hätte ich es auch nicht gewusst. Boah, das war geraten, mehr oder weniger, aber lief gut. Okay, der Backfisch ist, ich habe gerade keine Ahnung. Ach nee, warte mal. Ich weiß es wirklich nicht. Okay. Ich habe keine Ahnung, wie das mit Backfisch zu tun, was das mit Backfisch zu tun hat, aber ich gebe. Das war auch geraten übrigens hier. Ich habe keine Ahnung, hatte keine Ahnung, dass das der islamische Name von Jesus war. Stimmung weiß ich natürlich, ja. Mager. Weiß ich noch nicht gerade. Ach doch, weiß ich. Haben wir auch. Fehlt bald nicht mehr viel. Eingeweihter ist natürlich derjenige.
Start in Ostafrika. Narnia? Nein. Nee, das definitiv nicht so. Weil ist dasjenige. Dann haben wir hier dieses Wort. Weidmännisch fressen. Zehren war es nicht, weil das wäre mit H noch. Tälen. Ich habe gerade keine Ahnung. Doch. Natürlich, das war das. Das ist das Fressen im Weidmännischen. So, und dann haben wir auch, wie weit bist du denn? Ich bin fertig. Aber es lief auch diesmal echt schnell. Wie schnell war ich denn? Habe ich einen neuen Rekord? Oh ja, unter 6 Minuten. Diesmal lief echt gut. Aber ich hatte vielleicht auch Glück mit den Buchstaben, wo ich geraten habe. So, na dann würde ich mich mal an das Lösungswort des Lösungsworträtsels wagen. Hätte nicht gedacht, dass das so gut läuft gerade. Okay, ja. Okay, nee, das. Dann könnte. Nee, das, also, das ist ja irgendwie sehr komisch. Ich gucke erst mal, wie es weitergeht. Hauptstadt der Malediven, weiß ich. Ist das wirklich das, was ich denke? Ja. Ja. Das ist ja cool. Okay, ich weiß, was das für ein Buchstabe ist. Aber ich habe keine Ahnung, was da für ein Wort rauskommen soll bisher. Eine Singshow von Laien. Weiß ich noch nicht. Organisation für Normung ist natürlich... Punkt, Punkt, Punkt. Englischer Adelstitel. Was haben wir denn da? Wir haben den Duke. Das ist mit 4 Buchstaben. Okay, ich glaube, ich habe zumindest den Singvogel schon mal. Das hilft mir aber noch nicht so. Oh, doch. Ich weiß jetzt, da ist das. Okay, jetzt fehlen mir nur noch 7 und 8. Gedankenblitze. Ja. Stadt am Kocher. Lebewohl ist das. Ja, leiten. Keine Ahnung bisher. Ankunft für Abkürzung. Ne? Das ist natürlich das. So, dann haben wir... Da das und da das. Waldfrüchte sind natürlich diejenigen. Okay. Moment. Die Stadt am Kocher weiß ich echt gerade nicht. Okay, Moment. Jetzt muss ich nochmal... Das ist wirklich komisch. Irgendwo muss was falsch sein. Unwirklich weiß ich nämlich noch nicht. Was hatte ich jetzt nochmal? Okay. Ich glaube, ich hab's. Ich glaube, das Lösungswort ist Brücken. Gucken wir mal.
Erstmal das, ja, das haut hin. Die Hauptstadt der Malediven ist Male, nicht mit Doppel-L bitte. Nebel haben wir hier. Dann Gedankenblitze sind das da. Und, ups, ja, ja, dachte ich mir schon, dass das Koch, dass bei Kochsalz was Chemisches gemeint ist. Hm. Okay, dann haben wir das. Das können wir auch mal eintragen. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich überhaupt irgendwelche von den Worten sagen darf, weil ich nicht weiß. Bist du denn schon mit dem ersten fertig? Okay, okay, dann werde ich mal nichts davon sagen oder nur leise. Okay, gut, dann sage ich es laut. Ein Quatsch. Dann ist der Zauber nämlich die Magie. Ja. So, ups. Ach nee. Das wäre, glaube ich, eine neue Variante. Ich glaube, das hatten wir noch nicht. Also wir hatten und, wir hatten un, wir hatten su und wir hatten aber noch nicht irr. Glaube ich. Matt, weiß ich gerade noch nicht. Ein Rechtskundiger. Ach, wenn ich Mark doch jetzt hier hätte, dann könnte ich ihn fragen. Ein Ungeheuer ist natürlich eine... Die Bestie. Die Beste. Adelstitel ist natürlich dann der hier. Hier hatten wir... So hatte ich die 6 nämlich rausbekommen. Ja, und bisher sieht es jetzt aus, als ob Brücken stimmen würde. So. Stadt am Kocher. Weiß ich immer noch nicht, aber könnte sowas wie Aalen sein zum Beispiel, denn der Lohn ist der Salär, da haben wir nämlich den Singvogel als Amsel, Aalen mit Doppel-A, okay, merke ich mir. So, dann haben wir hier nämlich die Bären, die Torheit weiß ich gerade noch nicht, Teil des Gesichts ist natürlich das Ding, womit ich spreche. Holländischer Käse ist... Yam, yam, yam. Lecker, lecker. Weltraumorganisation, Europäische Space Association. European Space Association vielleicht auch eher. Oder Association de Space. Messer der Inuit, weiß ich noch nicht. Flaumfedern sind... Uiuiui. Ach, das ist jetzt doof, weil... Nein. Ulu. Ah, okay. Torheit. Ekelei. Nein. Edelei. Ehrelei. Ach so. Natürlich. Es geht mal wieder um das Tier. Der Handel ist das. Bildloch der Kamera ist natürlich auch klar. Fixstern ist damit gemeint, ist die Sonne. Denn die ist fix in unserem Sonnensystem. Das ist so mehr oder weniger der Mittelpunkt davon. Vermutlich dreht die sich aber auch noch um irgendwas, was wir wahrscheinlich gar nicht sehen können. Würde ich jetzt einfach mal behaupten. Aber alles, was ich hier behaupte, was nicht im Kreuzworträtsel steht, solltet ihr mit Skepsis betrachten. Meditationsbild. Meditationsbild, was ist das denn? Ich habe keine Ahnung. Ach so, hier übrigens, das war nicht die DIN, das war die ISO. Ah, ich hätte ja gedacht, das wäre die DIN gewesen. Rechtskundiger. Advokat geht ja auch nicht. So, dann machen wir erstmal den Fadi fertig. Ah, natürlich. Der Rechtskundiger ist dann natürlich der Jurist. Du bist Jurist. Das Rankengewächs haben wir auch. Und Matt ist dieses da. Und dann habe ich keine Ahnung. Okay.
Okay, alle Buchstaben falsch. Ah, jetzt weiß ich's wieder. Das Meditationsbild, natürlich. Beschäftigungstherapie in der Grundschule. Ah, wie konnte ich das nur vergessen? Oder im Hort oder im Kindergarten vielleicht schon, ja, wo man sowas Schönes ausmalen durfte. So, dann gebe ich jetzt noch ein A ein und dann... Wieder fertig! Ja, ich muss mich heute beeilen, bei uns steht das Essen im Ofen. Ja, und dann... Das ist aber auch fies, auf leeren Magen zu Kreuzworträtseln. Ach ja, aber wir haben es geschafft. Es ist gut gelaufen. Neuer Rekord, würde ich mal sagen, insgesamt sogar. Weit unter 20 Minuten für alles. So sollte es immer laufen. So könnte es ruhig immer laufen. Wenn es immer so läuft, dann müsste ich mir was anderes ausdenken. Dann müsste ich mir andere Kreuzworträtsel suchen. Und ich glaube, so von den Worten NaCl ist halt die Kurzform für Natriumchlorid. Ja, ansonsten der Edamer gibt's in jedem Laden. Könnt ihr mal nachgucken, falls ihr den nicht kennt, aber ich glaube, ihr kennt ihn. Ja, Französisch für Kunst. Hätte ich jetzt einfach gesagt, das ist so ziemlich dasselbe wie im Englischen. Beziehungsweise es gibt ja sogar den, gibt sogar den Fernsehsender Arte. Deutsch-französische Produktion, da dachte ich auch, dass das irgendwas mit Kunst zu tun hatte. Hatte wahrscheinlich damit zu tun, ja, Salär ist halt ein hochtrabendes Wort für Lohn. Hochtrabender als Sold wahrscheinlich. Ansonsten fällt mir jetzt wirklich nichts ein, wo ich noch was dazu erzählen könnte. Daunen, weiß ich, weil ich habe selber sowas in meinem Bett, in meiner Bettdecke. Ja, Austin ist die Hauptstadt von Texas, können wir uns einfach mal merken. Fruchtstände, es gibt so viele verschiedene Fruchtstandsorten. Ich weiß nicht, ob die Rispe schon mal dabei war. Ich mache das jetzt schon seit über 30 Tagen, ich vergesse auch manchmal Dinge. Aber hier, Backfisch, Teeny, wahrscheinlich ist das sowas so im Sinne von Jungspund. Also, dass Backfisch so eine Bezeichnung dafür ist. Anders kann ich mir nicht vorstellen, dass da Teeny bei Backfisch reinkommt. Ja, beige war geraten, wollte ich nochmal sagen. Ja, ansonsten, es war wieder mal schön mit euch, keine Ahnung, wenn euch mal so Worte auffallen, wo ihr einfach mal nachfragen wollt oder sowas. Andererseits, ihr könnt auch googeln natürlich, aber so, wenn es irgendetwas gibt, was ihr mal fragen wollt zu der ganzen Sache, tut das ruhig in den Kommentaren. Ich freue mich wirklich sehr drüber, wenn es dann mal immer wieder das eine oder andere dazu gibt. Auf jeden Fall, bis zum nächsten Mal. Bye, bye.